Und herzlich willkommen zu Folge 42 von Flash Shooters Technikgerödel im Direwolf 20 Pack. Ja, wir gehen erstmal eine Runde schlafen. Gleich werden wir noch ein paar Büsche anpflanzen, die ich noch so habe. Und dann werde ich nur langsam mit den Redstone-Sachen anfangen. So, 18 Büsche da. Und ich habe wieder ein bisschen genug Unrat voll. Weil ich hatte ja bei den letzten Folge war es ja, dass wir die Bienen automatisch laufen lassen. Das ist natürlich der Vorteil, dass wir nicht mehr uns mehr drum kümmern müssen, was mit denen noch geschieht. So. Machen wir noch eine Reihe? Ja, komm. Ist ja eigentlich nicht so tragisch. Hier setzen wir noch eine Fackel hin. Ich habe nämlich keine Lust, dass hier irgendwas nachher spawnt. Und uns alles kaputt macht. So, wie viele sind hier noch drinne? Drei sehe ich noch, ne? Ah, das ist ärgerlich mit den anderen. Da können nur drei ins Haus rein mittlerweile, ich weiß es nicht. Da muss ich sie wieder alle in einen Käfig einsperren oder sowas. Das wäre natürlich auch nicht schön. Naja, kann ich jetzt nichts ändern, muss ich jetzt drüber mitkommen, ist jetzt auch kein Problem. So, und wie war das jetzt hier? Ich weiß, dass ich Gold, glaube ich, brauche. Und warte mal, ich kann auch ein paar Stacks verbrennen. Ich glaube, es laufen nicht mehr alle. Da laufen auch nicht mehr alle. Wie viel ist hier noch drin? Oh, hier ist schon mal fertig. Der kann nur noch ein halbes Stack. Der kann gar nichts mehr. Der kann auch nur noch ein halbes Stack. Dann kommt die Kupfer hier rein. Und hier kommt auch noch das rein. Fertig. Naja. Nebenbei ist einfach nur ein bisschen hier verbrennen. Ist schon okay. Damit wir wieder unsere Vorräte auffüllen können. Mit Eisen und allem möglichen Mist, was ich noch so habe. So, aber ich brauche Pulver bei Silber, glaube ich, ist das. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich das alles reinschmeißen soll, wie gesagt. Einfach irgendwo rein, wird schon passen. Kommt das auch noch hier rein. Und hier kommt mein Pulver bei Gold noch. Einmal sortieren. Habe ich kein Silber mehr gehabt? Zinn auf jeden Fall noch. Das war Lett, ne? Genau. Ich meine, das war Silber und Gold. Da können wir aber auch lieber nachgucken. Und zwar Whetstone. Whetstone, Energy, Conduit. Elektrum, 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 Elektrum. Pulverweiß Silber und Pulverweiß Gold, genau. Dann hoffen wir mal, dass da hinten noch Silber ist. Das andere müsste ich auch nachschmeißen. Wo hab ich denn unsere Portal Gun? Da ist er. Ist das eine Portal nicht hier? Doch, das ist da. Achso, das ist genau hier. Ich wundere mich schon. Und er macht fröhlich weiter. Hat er schon. Oh, eine Kiste hat er auch wieder hingesetzt. Da war sein Slot voll. Yep. Gut. Jetzt haben wir natürlich hier so ein komisches Cobblestone-Muster, aber das ist eigentlich relativ egal. Mich stört das nicht, dass das so ein Muster ist, ist ja eigentlich nur, dass ich unten ein bisschen farmen kann und zwar in eine Richtung und nicht so Excavate hier setze und so riesen Kraterlöcher reinsetzen werde. Gut. Ist klar, dass ich auch damit Kraterlöcher habe. Aber da unten sehe ich es halt nicht. Können die auch mit Excavate machen, sehe ich auch nicht. Aber da kommt natürlich ein bisschen mehr Unrat raus und ich will eigentlich auf einer bestimmten Ebene nur Sachen farmen, sprich da unten auf Diamanthöhe, Redstonehöhe, Goldhöhe und Silberhöhe. Deswegen, Zinn. Ich habe nur so wenig nur noch. Eieieiei. Wo bin ich denn hier gelandet? Eieieiei. Naja. Ich habe, glaube ich, noch einen Stack Silber so. Das werden wir dann im Massivator reinpacken. Deswegen lasse ich das meist in Pulverformation Gold und Silber. Und wenn ich es dann brauche, schmelze ich es dann erst wegen diesen Pipes allein. Wenn ich immer mehr brauche, müsste ich es wieder zurück in zerkleinerer packen, in Massivator, in Macerator. Und dann hätte ich natürlich Energieverbrauch ohne Ende. Silber einmal? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Aber das ist, hier habe ich da auf jeden Fall 27 Stück. Komm. Okay, du bist kein Silber. Oh, dann noch Silber. Silberstaub. Ah. Guck einer mal an. Und da ist so Silberstaub.
Aber wir werden jetzt hier noch einen Massivator hier noch was reinpacken. Zack. Damit ich da keine Untaten mitmachen kann. Und zack, Elektrum. Elektrum. Dann brauche ich Kokskohle. Dann brauche ich. Das brauche ich erstmal nicht. Das kann auch weg. Ah, das ist jetzt noch aus dem Mass-Suator, genau. Da können wir auch noch sagen, wir kommen, wir brennen das hier noch. Wir brennen das hier noch. Und das hier so Eisen oder sowas, das kann man immer direkt brennen. Da habe ich ja Genusstext von, wie ihr seht. Aber von dem anderen lasse ich das nochmal lieber. Genau, den brennt da und der brennt dann da drinne. Okay, das passt. Dann brauche ich hier diese Kokskohle. Wo ist sie denn? Da ist sie nicht. Da ist sie. Da ist sie doch. Da war, glaube ich, noch Ferros drin, ne? Der ist gleich fertig. 1, 2. 1, 2. Die brennen noch. Aber hier können schon mal zwei rein, weil der ist ja ungenau hier. Obwohl, der kann auch noch so brennen. Komm. Unser Elektrum schmeißen wir schon mal rein. Und dann hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal, habe ich das denn schon hier alles? Zumindest unser LED, das kann ich schon mal rausnehmen. Das kann weg. Und müssen wir eben da hinten hin. Dann muss ich noch gucken, wie ich Obsidian am besten farme oder sowas. Ob ich da irgendwie mit Lava und Wasserzufuhr in diesen Igneous Extruder was reinpfeffere. Wie gesagt, mit dem höllischen Bienen oder sowas. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht ganz so, wie ich das vorhabe. Ich bin immer so mit überlegen, oh, wie machst du das jetzt so? Das war ja auch noch nicht üblich so geplant, dass das so ein Viereck wird, aber hat ja anscheinend geklappt, dass es das so funktioniert. Staust du dich? Nein, du staust dich nicht. Du kommst nur nicht schneller voran, sehe ich. Naja, das reicht eigentlich. Das ist ein bisschen tuckert hier. Oh. Und Zinn. Dankeschön. Und dann machen wir mit dem. Achso, das LED müssen wir hier reinschmeißen. Wo ist es denn da? Induction Smelter, genau. LED plus das. Ach ja, war ja, 1 zu 2. Und da kommt Hartenglas raus. Das lassen wir jetzt in Ruhe tuckern hier. Und ich kann in der Zeit was essen. Irgendwann mal schauen, was unsere Bienen gesagt haben. Ob sie vielleicht schon mal eine Wabe rausgeschmissen haben. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Denn da will ich ja, wie gesagt, auch jetzt gleich mit einsteigen. Das ist immer so ein Anfangsding, was eigentlich jeder machen sollte. Am besten ein Dorf finden oder sowas. Einen Bienenstock klauen oder da die Bienen reinsetzen und direkt die Bienen züchten. Denn je schneller man damit anfängt, hat man den Vorteil, diese Stackweise von den Drohnen einzusammeln. Ja, da macht das. Da hat das auch schon geschafft. Alles klar. Ihr seht, hier kommen die Waben an und die restlichen Bienen, die gehen wieder hier zurück. Das ist halt der Vorteil an diesen Pipes. Sie erkennen, ob was oben drin ist und was da rein muss, sozusagen. Bei den Bienen ist das ganz einfach, da er weiß, dass da nur Bienen rein müssen und erkennt, schmeiß mal rein. So, hartes Glas und dann gucken wir mal nach unten, wie es da unten aussieht. Ich find's gut, es läuft so langsam. Kokskohle, Pulverweiß-Sachen. Dann schauen wir mal, was unten los ist. Da will ich eigentlich nur gucken. Oh. Genau, nehmen wir hier die Charts mit, obwohl die können wir auch eigentlich drin lassen. Bist du fertig? Gut. Wenn du fertig bist, dann kann ich doch alles wegnehmen. Wie viel ist hier drin? Ja. Tun wir mal. Erst wegbringen, ist am besten. Hier ist Unrat, das brauche ich nicht. Silber, oh, Silber ist wieder gut. Hier so ein Schad brauche ich auch nicht. Ist nur Unrat. Das kann hier rein. Und so ein Schad, ich habe irgendwo auch hier irgendwo Charts drin. Also das ist nicht das Problem, dass ich die jetzt auch einsortieren könnte. Aber nein, warum? Warum sollte ich das denn? So, gib mir mal bitte die Axt. Dankeschön. Dankeschön. Und was hast du noch im Slot? Den nehme ich gleich auch leer.
Nö, du kommst da mit. Ich werde dich jetzt nämlich noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Und zwar in die andere Richtung. Also in die gegenüberliegende Richtung. Lass ich dich jetzt fröhlich weiterlaufen. Oh, meine Portal Gun, die tue ich mal hier hin. Portal Gun, oh Portal Gun. Und zwar hier hin. Hier setze ich dich hin. Da müssen wir wieder eingeben. Tunnelprogramm. Also Tunnelbohrer. Aber bevor ich das mache, werde ich die Folge erstmal für einen Moment unterbrechen. Bis dahin. Euer Flash und LP. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüdelü!